Ich bin wieder da, ich bin wieder in Deutschland. Nach 9 Monaten in Kanada habe ich es endlich wieder in die Heimat geschafft. Und ich bin auf dem Weg zu Kraftklub in Berlin, um hier morgen den ersten Geburtstag des Pit Report zu feiern. Heute ist aber der Freitag und wir gehen einfach doch schon hin, weil ich habe ja auch ein bisschen was aufzuholen. Deswegen sind wir jetzt an der Wuhlheide und suchen gleich mal ein günstiges Ticket, weil wir haben natürlich wie immer kein Ticket, ist ja klar. Das Wetter ist geil. Boah, diese Sonne ist echt so nervig. Heute bin ich alleine. Morgen kommen dann die ganzen anderen Kunden mit dazu. Ich glaube, das wird ein schönes Wochenende. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als zurück nach Deutschland zu kommen und mit Kraftklub wieder anzufangen, auf Konzerte zu gehen. Ich gucke jetzt mal nach dem Ticket und dann melde ich mich gleich wieder. Hat jemand ein Ticket? Hat jemand ein Ticket? Alter, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Junge, Alter, ey, also das ist mal eine solide Schlange. Bin ja heute auch verhältnismäßig echt mal zeitig da, aber das ist auf jeden Fall stabil. Die Leute haben anscheinend ziemlich Bock. Bis jetzt aber noch niemanden gesehen, der ein Ticket abgeben will. Schon gut was los hier, ey. Nice. Das hat ganz gut geklappt. Ich habe mir jetzt ein Ticket für ein 20 geschossen. Aber morgen zum Pit Report Geburtstag will ich es doch bitte geschenkt haben. Aber wir machen erstmal heute. Erstmal wieder ein bisschen ankommen. Erstmal wieder so richtig ausrasten. Morgen sind dann auch die üblichen Verdächtigen mit dabei. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Wochenende. Jetzt, wo ich wieder da bin, gibt es endlich wieder einen Haufen Premium-Content. Also lasst mal ein Abo da. Nehmt euch mit durch meinen Festivalsommer. Und wir sehen uns drin. Aber auf dem Pit Report. Ich bin wieder da. Geil. Endlich wieder Wuhlheide. Deutschlands Konzertmecker. Ziemlich genau hier habe ich vor 11 Monaten 50 Euro bei den letzten beiden Kummerkonzerten gefunden. Gucken, ob ich heute wieder Glück habe. Wäre auch zu schön gewesen. Vorband Die Tränen, die neue Band von Steffen. Ich habe noch gar nichts von denen gehört. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Und später gehen wir auf jeden Fall da runter und tanzen uns schön den Arsch ab. Wir sehen uns im Pit. Das habt ihr gut gemacht, aber ich muss euch wohl immer einzählen bei den Moshpits, sonst traut sich niemand zu springen. Leute, seid ihr jetzt traurig genug für einen weniger traurigen Song? Macht ihr mit mir mein Be Real nach dem Lied, wo ihr vielleicht mitsingen könnt? Was eine Karte kostet, oh, das musst du ehrlich im Internet nachschauen, wie peinlich, ich weiß es nicht. Aber es kostet nicht so viel wie die Karte heute Abend. Also weniger als 20 Euro? Moment, Leute, Moment, ich habe mein Bier nicht gemacht. Das war ganz gut. Ich denke, das wird der nächste große Shit. Also ich glaube schon, dass die von Landstreicher und von Kraftklub ordentlich gepusht werden. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so richtig riesig werden, aber ich denke mal, das Vitamin B hilft auf jeden Fall. Aber auch so war es ein solider Auftritt. Guter Support auf jeden Fall. 1, 2, 5, alle Arme nach oben! Yeah, be real, Alter. So real. Also alles Support gut. Ob ich jetzt zur Clubshow gehen würde? Nein. Ich habe auf jeden Fall dolle Bock auf Kraftklub jetzt. Es wird auch langsam kalt. Ich glaube, ich muss mal langsam ein bisschen runtergehen, um den Pinguin-Effekt ein bisschen mitzunehmen. Ach so, aber es gab schon 3 Pits. Das ist für einen Support echt solide. Ich muss auch sagen, dass ich das echt brillant finde, dass Kraftklub in der Umbaupause alle Künstlerinnen spielt, die sind ein Song reicht benennen. A, weiß man dann genau, wann es losgeht. B, es ist einfach auch auf einer Meta-Ebene sehr gut gewählt. Wir sind jetzt bei den Killers, das heißt, wir haben jetzt noch 2 Songs und dann geht's ab. Um 17 Uhr Festival auf die Nacht.
zu 17.000 Open Air. Ich hab mein Leben. Vor 5 Jahren hier an diesem Ort haben wir auf jeden Fall gespielt, am Ende, den Cover-Song. Da würde man niemand, aber das ist voll gemein. Was rauskommt? Ich bin eigentlich normal drin. Es ist Raucherpause, Rufen. Komm mal, Till hat's nicht schon. Die Zigarette, Hanna, wir sind normal drin. Die Zeit nehmen wir uns. Ja! Let's go! Hanna hat Liebe zu Krippen. Ich will Liebe, ich will Liebe zu dritt. Ich will Liebe, ich will Liebe, 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 Liebe. Ich will Liebe, Liebe, Liebe. Ich will Liebe, ich will Liebe zu dritt. Liebe Mutter, ich bitte um einen großen Applaus für Gwen Dolan. Die Frauen bitte auch mit in den Moshpit. Ja, wo sind die Frauen im Moshpit? Was soll ich sagen? Ich mag dich so ganz allgemein, weil ich mag, wie du tanzt und du tanzt ganz allein. Doch bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Also das war geil. Es wurde getanzt, es wurde geweint, es wurde viel gelacht und geschrien. Und es war einfach nur ein grandioses Konzert. Die Pit-Inflation war auf jeden Fall hier auch präsent. Wenn man bei Angst einen Pit aufmacht, dann sollte man sich schon fragen, wie komme ich auf die Idee, einen Pit aufzumachen, wenn ich keine Ahnung habe, was es für ein Lied ist. Und sonst halt auch bei jedem Refrain. Ich werde aber nochmal ein separates Video dazu machen, weil mir geht es auf den Sack, dass wirklich bei jedem Refrain jetzt ein Kreis gemacht werden muss. Man kann doch auch einfach mal so tanzen, oder? Ist das wirklich so schwer? Aber sonst, davon abgesehen, es war am Anfang ein bisschen zu voll, aber das wurde dann gegen Hälfte des Konzerts deutlich besser, dass man dann wirklich auch ein bisschen Platzwänzen hatte. Einfach nur geil. Ich freue mich auf morgen. Danke Kraftklub. Danke Brühlheide. Hätte ich mir nicht besser wünschen können, hierher zurückzukommen, zu Kraftklub. Einfach nur Hammer. Der Typ hat auf jeden Fall auch den besten Job. Zweiter Tag. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Also wir sind jetzt hier wieder da und ich habe natürlich wieder mal kein Ticket, aber es gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gestern anscheinend, weil es ist Samstag und ich habe jetzt schon keinen Empfang mehr, was das Ganze nicht unbedingt erleichtert, weil manchmal kann man ja dann doch noch über Instagram, Facebook und so weiter sich irgendwas suchen. Wir haben jetzt noch eine Stunde bis Konzertbeginn. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier noch ein Ticket finde, wofür ich nicht 60 Euro blechen muss, weil so viel habe ich gar nicht dabei. An der Stelle auf jeden Fall Happy Birthday Pit Report. Ein Like, eine Gratulation. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht hier schon zu Ende ist. Aber ich denke mal, man wird schon noch irgendwas auffinden können. Also irgendwie, ey, hier laufen echt noch viele Leute rum, die auch ein Ticket suchen. Es ist jetzt 20 nach 7 und die, die eins verkaufen, wollen immer noch 70 Euro dafür. Das ist natürlich irgendwie nicht so das, was ich mir vorstelle. Ich glaube, ich muss jetzt den anderen sagen, die sollen schon mal ohne mich reingehen.
Und dann muss ich das wahrscheinlich einfach ein bisschen aussitzen und einfach warten und so 8:30 nochmal probieren, weil im Moment sieht es wirklich nicht so gut aus. Und dass ich keinen Empfang mehr habe, hilft nicht unbedingt. So habe ich mir den Geburtstag nicht unbedingt vorgestellt. Aber gut, wir kommen schon noch irgendwie rein. Ich bin immer noch guter Dinge. Ich habe nur noch ein halbes Bier, das ist ein bisschen das Problem. Und ich muss halt so langsam auch mal kacken, ey. Also Felix macht jetzt gerade die Ansage für die Vorband. Bin immer noch draußen und es sieht, gelinde gesagt, sehr mau aus. Ich versuche jetzt mal irgendwie noch ein bisschen weiter weg von der Wohlheide zu kommen, damit ich irgendwo Internet kriege, damit ich mir online noch eins organisieren kann. Aber ey, es ist heute wirklich ganz schön zäh, muss ich sagen. Irgendwas wird sich schon noch ergeben. Come on. Come on. 20 Minuten später. Also ich bin drin, aber ich bin nicht stolz drauf, wie ich reingekommen bin. Wenn so ein Beispiel aufgeht, ist auch eine Sache wichtig. Es ist kein Ort, wo man irgendwie zeigen kann, dass man der härteste Apfel unter der Sonne ist. Es ist ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Vor allen Dingen und ganz speziell auch Girls und Leute, die nicht irgendwie dreimal die Woche im Fitnessstudio sind. Liebe Bude, liebe Wohlheide, dass ich mich heute reingeschlichen habe. In dem Sinne. Ich sehe jetzt auch nicht, was das wieder ist. Manu, hast du deinen Komplex jetzt überwunden, oder? Nee, weil der Manu müsste sich hier irgendwo einreihen. Ich stehe hier ganz gut. Willst du noch irgendwas sagen zu dem Abend? Nee. Ich auch nicht. Okay. Außer Happy Birthday Pit Report. Happy Birthday Pit Report. Danke. Und Oh!
Abonniert, abonniert.